Es sind zwar noch ein paar Tage hin bis Weihnachten, aber der erste große Herzenswunsch geht für hunderte von Bayern-Fans schon jetzt in Erfüllung. Es ist so eine Art alljähriger Tradition geworden, dass Bayern-Spieler, Trainer und Vorstandsmitglieder in der Adventszeit die Fanclubs besuchen. Und hier im brandenburgischen Werder freuen sich die Fans heute auf keinen geringeren als Manuel Neuer. Reifer Empfang für den Welttorhüter. Dicht an dicht stehen die Mitglieder der 5 hier zusammengekommenen Fanclubs, um einen Blick auf den Bayern-Kapitän zu erhaschen. Ein wahres Bad in der Menge, das der Keeper nach 3 Monaten der Verletzung sichtlich genießt. Ich muss sagen, dass ich sehr herzlich empfangen wurde und dass es auch schön ist, wieder auch unter den Leuten zu sein. Ich bin ja regelmäßig auch bei den Spielen und habe mir alle Heimspiele eigentlich angeschaut. Und freue mich jetzt auch noch auf die letzten Spiele, gerade auch auf den DFB-Pokal und bin froh, dass ich hier sein darf. Und weil der Anblick Manuel Neuers dieser Tage so ein seltener ist, sind die Fans auch in Scharen in das kleine Café im Havelland gekommen. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das erste Mal in einem Profispiel zwischen den Pfosten standen? Ja, also mir war nicht so wohl. Natürlich liebe ich meinen Beruf und liebe es, Fußball zu spielen. Aber es war schon so, dass ich auch schlecht schlafen konnte vor dem ersten Spiel. Mir war klar, also der Trainer hat mir damals gesagt, ja, du musst morgen spielen oder du darfst morgen spielen. Der damalige Torwart Frank Rost war verletzt. Und mir war klar, dass ich jetzt spiele und ich habe auch ziemlich schlecht geschlafen, war sehr aufgeregt gewesen und habe aber alles mit Bravour überstanden und habe auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht und war aber auch froh, als der Schiedsrichter abgepfiffen hatte. Manuel Neuer war selbstverständlich nicht der Einzige, der sich den eifrigen Fragen der Fans stellen musste. Auch Thomas Müller war auf Fanclub-Mission unterwegs und ihn führte die Reise nach Regensburg. Für den Tag hat sich Thomas Müller ausreichend Zeit genommen und sich vor allem geduldig und ausgiebig den Fragen aller anwesenden Fans gestellt. Gerade die ganz kleinen Bayern-Anhänger hatten für den 28-Jährigen ganz besondere Fragen parat. Was ist der Unterschied zwischen dem alten Trainer und dem neuen? Ja gut, da gibt es natürlich einige Unterschiede. Die haben unterschiedliche Namen, ein anderes Alter, Frisur ist ähnlich. Mussten Sie schon mal während eines Spiels aufs Klo? Ja, es ist natürlich, bei manchen Spielen ist uns auch schon mal in Nasen gegangen. Bist du schon mal Ski gefahren? Ja! Aber sag ich doch, super Fragen. Ja, leider zu wenig, weil wir haben ja nur immer um die Weihnachtstage wirklich Zeit. Aber ich bleib dran. Es war eben ein Tag ganz nach dem Geschmack des Oberbayern. Fleischpflanzerl, Blaskapelle und zum Schluss noch eine Runde Schafkopf mit den Fanclub-Mitgliedern. Ungezwungen, authentisch und vor allem immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Ebenso, wie man Thomas Müller kennt. Die weihnachtlichen Fanclub-Besuche finden schon seit Jahren statt. Und an solche Bayern-Traditionen müssen natürlich auch die Frischlinge sofort herangeführt werden. Und deswegen durfte James auch zu seiner ersten deutschen Weihnacht einen kleinen Abstecher ins winterliche Allgäu einlegen. Und dort wurde er auf ganz besondere Art und Weise empfangen. Ein Kolumbianer im Allgäu. Das gibt's nicht alle Tage. Und deshalb bekommt James Rodriguez in Hopferbach auch einen explosiven Empfang. Eisig und verschneit ist es in dem 500-Seelen-Örtchen. Noch ungewohnt für den Neuzugang. Und dann wollten ihm die Fans in der Fragerunde auch noch an die Wäsche. Vielleicht schwimmen da auch lange Unterhosen.
¿Eso? En invierno te pones este calzoncillos largos. Eso es una pregunta bastante personal, no la puedo contestar. Me sagst du dem leid, aber es ist eine sehr persönliche Frage, die kann ich beantworten. Herausfordernd geht es weiter. James bekommt von den Red Rockets einen Crashkurs in bayerischer Tradition. Naja, aller Anfang ist schwer, da sind Weltstars keine Ausnahme. Nächste Disziplin. Beruhigend für alle Fans, ein Oktoberfest wird aus ihm wohl nicht mehr. Gott sei Dank klappt es mit den Füßen nach wie vor besser als mit den Händen. Links, rechts, oben, unten, wenn's ans Torwandschießen geht, macht dem Kolumbianer keiner etwas vor. Nur eine von drei Challenges bestanden und trotzdem kann sich sein Trostpreis mehr als sehen lassen. Ganz im Allgäu-Style gibt es eine Kuhglocke für James. Mit seinem eigenen Gesicht drauf. Ich habe eine Glocke bekommen und ein Buch mit der Chronik des Dorfes. Das sind wirklich besondere Geschenke. Es sind zwar Kleinigkeiten, aber für mich haben sie eine ganz große Bedeutung. Groß sind auch die Fortschritte, die James in Sachen Traditionsbewusstsein gemacht hat. Auf dem Weg nach draußen marschiert er schon zur Musik der Kapelle wie ein alter Hase. Auch der schönste Tag hat mal ein Ende. Nach einem Erinnerungsfoto für die Hall of Fame des Cafés heißt es auch für die Fans in Werder Abschied nehmen von Manuel Neuer. Und das tun sie auf mittlerweile altbekannte Manier. Aber von Abschiedsschmerz keine Spur. Der ungläubige Freudentaumel der Fans hallt noch nach, lange nachdem Manuel Neuer schon die Rückreise nach München angetreten hat. Man kann sagen, der Heilige Gral des deutschen Fußballs hat uns hier besucht und dementsprechend ist es hoch in unserer Kategorie einzuordnen, dass wir sagen können, mehr ist eigentlich kaum noch möglich. Ich war eigentlich richtig da aufgeregt, weil es ist ja richtig Besonderes, wenn der beste Torwart der Welt hier ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich wirklich vor ihm stehe, weil das trifft man ja nicht wirklich einen Profispieler alle jeden Tag so gesagt. Und es war richtig cool schon. Wir wohnen ja auch hier in Brandenburg, also ist ja nicht München, wo man auch regelmäßig zu den Spielen mal hingehen kann, sondern wir sind ja schon auch immer, da ist das wirklich schon noch was ganz Besonderes und was Einmaliges. Und da werden wir auch lange von zehren, nehme ich an. Es war eigentlich perfekt. Ein unvergesslicher Tag für viele Bayern-Fans. Ich glaube, da wird es dem Weihnachtsmann ziemlich schwer fallen, das zu toppen. Ich verabschiede mich für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit.